Nach böser Verletzung, wiege Tontraute x 27 Semikolon ist Le Tontraute x 27 Semikolon ist Danse Anna jetzt? Nicht nur für die Let's Dance Zuschauer war es ein Schock, Profitänzerin Anna Nechiti, 30, zog sich beim Aufwärmen kurz vor ihrem Auftritt eine üble Verletzung zu. Die Performance mit Bella Klenze, 29, war für den Abend gelaufen. Stattdessen sprang Martha Arndt, 28, bravourös ein. Am Ende der Show sah man schon wieder Lächeln, dennoch waren ihre Fans in Sorge, fällt sie nun womöglich sogar für den Rest der Staffel aus? Keineswegs, jetzt gibt die Kämpfernatur ein Gesundheitsupdate. In der sechsten Liveshow hatte ein verspannter Muskel der gebürtigen Rumänin einen Strich durch die Abendplanung gemacht, 3 Minuten vor dem Auftritt löste der Zwischenfall Panik und Atemnot bei aus. Jetzt gehe es ihr wieder gut, schrieb auf ihrer Instagram-Seite und sie ist auch schon wieder top motiviert für die kommenden Sendungen. Mein Fazit: 2 Worte werden auf alle Fälle aus dem Weg geräumt, Angst und Vorsicht. Jetzt kann die Staffel für uns richtig beginnen, schrieb die 30-Jährige und fügte hinzu, jetzt ist der Durbrugger eingeschaltet. Gegenüber Bild hatte sich die Choreografin nach der Folge ähnlich geäußert, das Training soll so bald wie möglich weitergehen. Nach dem schmerzhaften Zwischenfall sei ihr schnell vor Ort geholfen worden. Ich habe bereits Schmerzmittel, Wärmepflaster und eine Spritze zur Entspannung der Muskulatur bekommen, erklärte sie.